Hallo zusammen, ich hier jetzt wieder heute Lan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Pet Battle Achievement und zwar sind wir dafür einmal hier im neuen Gebiet in der Taralak-Höhle und da habe ich jetzt einmal ein Achievement rausgesucht und zwar unter Haustierkampf, Kampf und jetzt wollen wir uns hier die Elementar-Mobs angucken. Und zwar Elementarkämpfer der Taralak-Höhle bezwingt die Tierausbilder der Taralak-Höhle mit einer vollständigen Gruppe elementarer Haustiere auf Stufe 25. Dafür bin ich schon bei der ersten Meisterin auf den Koordinaten 65, 49. Und dort haben wir hinter mir die Worgendame. Und die wollen wir jetzt gleich mit folgendem Team besiegen. Einmal mit dem Ursturmling. Mit den Fähigkeiten egal. Und hier brauchen wir dann nur die 1. Und da ist auch egal, was wir quasi drin haben. Dann haben wir bei der Sonnenblume hier die 1. Da die 1 und hier die 2. Und beim Frostling ist erste Fähigkeit egal. Da haben wir hier die 2 und hier auch die 2. Und ja, das wird ein bisschen längerer Fight. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Und jetzt, machen wir als allererstes hier einfach nur den Hieb drauf. Quasi stunnen wir ihn einmal und switchen direkt zu der Sonnenblume. Dann switcht er nämlich auch sein Pet. Dann machen wir nämlich das Sonnenlicht an. Dann machen wir als nächstes die Photosynthese an. Als nächstes woppen wir dann zum Frotzlung, irgendein Frotzruck, ihr wisst, also diesen Elementar-Dude halt, Frotzruckling, irgendwie so heißt der. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal, und zwar wir machen wieder das Sonnenlicht. Und ziehen die Photosynthese. Und ja, jetzt ist wenig spannend tatsächlich. Jetzt switchen wir nämlich wieder unser Pet. Und zwar gehen wir jetzt auf die Sonnenblume zurück. Drücken wieder Sonnenlicht. Danach machen wir die Photosynthese wieder. Ziel ist es einfach mit der Combo, dass wir quasi mit dem Sonnenlicht immer E-Schaden machen auf die Pets in der hinteren Reihe. Und mit der Photosynthese hauen wir uns einen Hot drauf, wo wir uns quasi die ganze Zeit immer ein bisschen passiv heilen. Ja? Und jetzt ist quasi das Ziel, weil wir ja immer Abklingzeit haben, zwischen den beiden Pets, die Photosynthese haben, immer hin und her zu swappen. Ne? Ihr seht, der hat immer noch den Hot drauf. Halt ein bisschen gucken, dass er uns nicht killt. Die Photosynthese. Problem ist, unser Ursturmling, der wird jetzt dann bald sterben, aber ist jetzt nicht so wild. These drauf. Dann swappen wir wieder zu unserer Blume. Immer wenn ihr quasi das Pet swappt, könnt ihr eine Runde lang quasi nicht angreifen. Also müsst ihr dann immer kurz warten, aber das ist nicht so wild. Dann läuft nämlich die Abklingzeit von dem Sonnenlicht eh ab und wir können da halt dementsprechend wieder auf alle drauf lasern. Ihr seht, die sterben jetzt langsam in den hinteren Reihen, ne? Es zieht sich halt echt ein bisschen, aber es funktioniert tatsächlich. So, dann heilen wir uns wieder. Danach können wir wieder swappen. Und Frotzrukinling irgendwie so. Ich kann es nicht aussprechen. Aber ihr seht ja, welches Pet das ist. Frotzrukling. So rum. Ich glaube, ich habe es jetzt fast. So, dann machen wir wieder das Sonnenlicht an. Ja, beim nächsten Mal müssten... Ja, obwohl, der hat nur 300 Leben. Der ist auf jeden Fall weg. Dann machen wir wieder die Photosynthese an. Eine
einer von unseren ist jetzt schon gestorben, der hat halt leider keine Heilung, aber das ist wenig wild, also der ist vollkommen egal, den brauchen wir nicht. Dann gehen wir jetzt wieder zu Blume zurück. Ich denke mal, einmal müsste jetzt nur reichen für ihn hier, für den brauchen wir dann halt noch ein zweites Mal. So, dann machen wir hier wieder Sonnenlicht. So, der eine ist schon mal weg. Einmal die Photosynthese an. Theoretisch können wir jetzt auch zweimal die 1 drücken und die weghauen, aber wir spielen es jetzt mal auf Nummer sicher, hätte ich gesagt. Nicht, dass doch nur hinten rum geht. Dann switchen wir wieder zum Frotzruckling. Nochmal ein letztes Mal das Sonnenlicht. Wollen wir mal den Staubi auch verräumen? Ja, verräumen beide. Und damit ist der Fall drum. War jetzt eine ziemlich langwierige Sache, aber halt auch ein sicherer Sieg damit. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten. Dann sind wir beim nächsten Meister. Und zwar haben wir den Troll da gerade hinter mir stehen. Der ist auf den Koordinaten 52, 65. Und gegen den will ich folgende Mobs einsetzen. Und zwar haben wir da einmal weißes Amalgam, dass ich es nur rausbringe, mit 3x der 1. Dann haben wir den Fluss mit auch 3x der 1. Und Ursturmling haben wir da noch mit einmal der 1, nochmal der 1 und der 2. Und dann starten wir durch. Als erstes machen wir Kraft entziehen. Dann machen wir Erleuchten. Blendender Schlag als nächstes. Unser Haustier stirbt. Dann aktivieren wir den Fluss. Machen wir als erstes den Frostschock. Da wird dann nämlich ein bisschen verlangsamt der Gegner. Dann machen wir einmal Pumpen. Nochmal rein. Killen ihn damit. Dann hauen wir jetzt gegen den Strudel einmal drauf. Frostschock. Dann machen wir nochmal den Frostschock. Das Pumpen werden wir jetzt wahrscheinlich nicht durchkriegen. Frostschock drauf. Ah, hätten es Pumpen doch durchgekriegt. Ja gut, hätten aus Pumpen machen können. Grip. Gut, dann haben wir hier den Sturmling. Da können wir jetzt erstmal Beatschlag herbeirufen machen. Und dann machen wir einfach wilde Winde. Da hat er mich aber jetzt ganz schön... Naja, und dann geht er down. Wichtig ist, diesen Blitzschlag herbeirufen, nur dann drücken, wenn er seinen Buff nicht drauf hat, dass er 50% mehr Schaden kriegt, ne? Weil damit wollen wir ihn halt umhauen. Gut, damit haben wir den Kampf dann auch fertig. Dann sind wir jetzt am nächsten Trainer, und zwar auf den Koordinaten 45, 81. Und hier haben wir jetzt quasi diesen Orlok, und den möchte ich mit folgenden Viechern bekämpfen. Starkbeelementar mit den Fähigkeiten 2, 1 und 2. Dann haben wir Sengender Flemling mit den Fähigkeiten 2, 2 und 1. Und dann haben wir den geschmolzenen Kernhündchen, und das ist dreimal mit der 1. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Sachen? Ich habe Sachen. Zwar müssen wir da jetzt so ein bisschen gucken, dass wir eine gewisse Priorliste fahren, ne? Wir hauen jetzt erstmal die Blase einmal drauf.
dann machen wir den Fasswurf. Dann nochmal. Nochmal. Und nochmal. Gut, dann haben wir den schon mal verräumt. So, dann machen wir hier nochmal Fasswurf. Nochmal. Nochmal. Schauen wir mal, wie lange wir noch durchhalten. Ah, das, jetzt werde ich wahrscheinlich rippen. Vielleicht, wenn er low hittet, dann kriegen wir es. Ne, schade. Schade, schade. Na ja, gut, egal. Nehmen wir den nächsten. Hier setzen wir als erstes die verbrannte Erde ein. Mal gucken. Das müsste reichen. Ja, Flammenatem. Nämlich noch einen Dot drauf, wie ihr seht. Dann machen wir jetzt hier nochmal den Flammenatem drauf. Na, ah, schade, der hat mich vorher weggeräumt. Wenigstens ist das dann jetzt schon mal raus. Gut, dann machen wir jetzt als erstes hier Superbellen. Auch da einmal ab. Ja gut, jetzt können wir eigentlich einmal passen. Dann hauen wir loderndes Jaulen. Nochmal rein. Und noch ein drittes Mal. Damit müssen wir weghauen. Wunderbar. Und damit haben wir auch den Kampf erfolgreich abgeschlossen. Dann sind wir jetzt beim letzten Trainer. Und zwar auf den Koordinaten 38, 49. Und dort könnt ihr hier von dem Weg in eine Höhle reinlaufen. Die Höhle ist hier relativ klein, wie ihr seht. Und gegen die Blutelfin wollen wir jetzt mit folgenden Pets kämpfen. Wir haben die Elementargeode mit den Fähigkeiten 1 und 1 und 2. Dann haben wir die Purpurgeode mit den Fähigkeiten 1, 1 und 2. Und dann haben wir weißes Amalgam mit 3x der 1. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir einmal los. Als allererstes setzen wir den Elementium-Blitz ein. Und damit schleudern wir einen Elementium-Blitz auf den Gegner. Und nach 2 Runden schlägt er ein. Heißt, da müssen wir einen Ticken warten, bis wir da Damage kriegen. Dabei machen wir die Rückkopplung. Nochmal ein. Können wir den Kristall, die Kristallüberladung auch einmal noch einsetzen. Nochmal die Rückkopplung. Ah, okay, das hat jetzt leider nicht ganz gereicht. Gut, dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich habe es jetzt schon dezent verkackt, aber wir schauen jetzt mal. Jetzt machen wir nochmal den Elementium-Blitz. Dann die Rückkopplung. Die Kristallüberladung. Ah, ich hätte die eine Runde vorher einsetzen sollen, dass der stirbt, ne? Mit dem Schaden. Rückkopplung. Vielleicht können wir es nur retten. Ich hab's dezent verkackt. Nochmal die Rückkopplung. Nochmal, wenn wir das nur durchkriegen. Nee, leider nicht. Okay, schade. Dann machen wir jetzt mit dem hier den Blendschlag. Der wird nämlich immer zuerst ausgeführt. So, dann kommt das letzte Pet rein. Jetzt machen wir Kraft entziehen. Danach machen wir Erleuchten. Und jetzt können wir den Blendschlag machen. Der wird ja, wie gesagt, immer zuerst eingesetzt. Und dann hat es den Fehler auch noch behoben. Ich hätte am Anfang nur einmal Rückkopplung machen sollen und dann die Kristallüberladung. Das war
Ein bisschen Käse, ich habe versehentlich zweimal Rückkopplung gemacht. Aber vielleicht macht ihr den Fehler nicht. Dann spielt das noch ein bisschen perfekter. Aber so hat es auch tatsächlich gereicht. Gut, damit haben wir auch das Achievement fertig. Und ja, jetzt habe ich bald das Meta auch einmal durch. Falls ihr die anderen Kämpfe sehen wollt, da werde ich auch noch Videos machen. Könnt ihr gerne reinschalten. Ich verabschiede mich an der Stelle. Habt mich voll dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.